Wir sind alle unterschiedlich. Und das ist wunderbar. Manche Unterschiede kann man leicht erkennen. Größe, Haarschnitt, Augenfarbe und so weiter. Andere Unterschiede kann man nicht sehen. Unser Lieblingsessen, Ängste oder spezielle Fähigkeiten. Interessant ist, die Art, wie wir die Welt sehen, ist auch ganz unterschiedlich. Was siehst du zum Beispiel in diesem Bild? Die meisten sehen eine Ente, aber manche sehen vielleicht einen Hasen. Was auch immer du gesehen hast, du hattest recht. Das ist nur ein Trick, um zu zeigen, dass Gehirne unterschiedlich funktionieren. Das Gehirn ist der Computer deines Körpers. Es funktioniert für alle ganz unterschiedlich und definiert, wie du lernst. Deshalb ist jeder gut in anderen Dingen. Wie du fühlst, deshalb fühlen wir unterschiedliche Emotionen. Und wie man miteinander redet. Bei manchen ist das Gehirn speziell verdrahtet, sodass die Sinne anders funktionieren. Und es beeinflusst, wie wir Situationen sehen und Interaktionen wahrnehmen. Das nennt man Autismus. Viele Menschen haben Autismus. Daher kennst du wahrscheinlich schon jemanden, der autistisch ist. Darum ist es nützlich, etwas über Autismus zu erfahren. Die spezielle Verdrahtung in einem autistischen Gehirn macht, dass eine Person manchmal sehr gut in Dingen ist, die wir schwierig finden, wie zum Beispiel Mathematik, Malerei oder Musik. Es kann auch das Gegenteil tun. Und Dinge, die uns sehr leicht fallen, fallen ihnen unglaublich schwer, wie zum Beispiel Freunde finden. Die Sinne schicken immerzu Informationen zum Gehirn über deine Umwelt und andere Menschen. Wenn aber das Gehirn und die Sinne nicht gut zusammenarbeiten, ist das Gehirn überfordert und verwirrt und beeinflusst, wie sie die Welt sehen. Stell dir vor, wie du diese Straße entlangläufst. Und so könnte ein autistisches Gehirn den gleichen Weg wahrnehmen. Beängstigend, nicht wahr? Leider können die Betroffenen oft nicht sagen, wie sie sich fühlen. Obwohl Chaos in ihrem Kopf herrscht, erscheinen sie von außen völlig normal. Sie sind nicht imstande, um Hilfe zu bitten. Wir alle entwickeln Verhaltensweisen, die uns in schwierigen Situationen beruhigen. Wir schauen vielleicht weg, umarmen uns selbst, kauen an den Nägeln, zappeln, beißen unsere Lippen und so weiter. Genauso entwickeln autistische Menschen Verhaltensweisen, die ihnen helfen, diese intensiven Momente besser zu ertragen. Dieses Verhalten erscheint uns ungewöhnlich, aber es ist ihre Art, sich zu beruhigen. Das bedeutet, sie haben gerade einen schwierigen Moment. Das Beste, was man dann tun kann, ist, es ihnen nicht noch schwerer zu machen, verärgert sein, sie ignorieren oder sich über sie lustig zu machen. Denke daran, nur weil eine PlayStation kein Xbox-Spiel laufen lassen kann, heißt das noch lange nicht, sie ist kaputt. Menschen mit Autismus brauchen Freunde, die sich Zeit nehmen, sie kennenzulernen. Mit positiver Kommunikation und viel Geduld wären alle viel besser dran. Menschen mit Autismus sind nicht krank oder kaputt. Sie haben lediglich eine einzigartige Sicht auf die Welt. Mit etwas Hilfe ihrer Freunde können sie vielleicht diese Sicht mit uns teilen. Mit Autismus in unserem Leben können erstaunliche Dinge geschehen.